Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir brauchen heute besonders eure Hilfe, weil wir spielen Themen-Bingo, um nicht sogar zu sagen Themen-Speed-Dating. Deswegen schreibt hier fleißig rein und vor allen Dingen schaut mal hier im Chat ganz oben, da hat der Kollege Gropper einen Fragebogen angehangen, denn wir planen dieses wunderschöne Format bald auch als Podcast anzubieten und wollen wissen, was ihr an uns gut findet, was ihr schlecht findet, was auch immer. Schaut rein und jetzt erstmal viel Spaß. Da sind wir. Hey Louis. Moin Nussi. Schönen guten Morgen. Bisschen komischer Tag heute, ne? Also bisschen komischer Tag. Die Themenlage hat uns quasi dazu verleitet, mal heute uns die Themen von außen diktieren zu lassen, kann man sagen. Ja. Denn es gibt nicht so viel. Also wenn der Kicker mit der Stadionfrage von Union Berlin aufmacht. Ja. Kicker.de. Zum Glück wieder zu erreichen. Zum Glück. Boah, ein Glück, wirklich, Mann. Dann weiß man, es ist gerade nicht allzu viel los in der Fußballwelt. Zwar schwebt diese WM natürlich immer näher über unseren Köpfen. Ja. Kollege Jens Kirschneck, das kann man verraten, kam gestern bei uns ins Büro und stellte so die Frage, sag mal, von Fußballnerd zu Fußballnerd, findet ihr das auch so absurd, dass in 6 Tagen eine WM startet? Nö, nee, gar nicht. Ganz normal, Alltag hier. Ja, und wir wissen ja, dass auch die Community so ein bisschen gespalten ist, was das Thema angeht. Manche wollen am liebsten das komplett ignorieren und gar nicht drüber reden. Ja. Deshalb wollen wir versuchen, euch damit heute so ein bisschen zu verschonen. Ja. Und euch die Möglichkeit geben, einfach mal Wunschthemen hier in die Kommentarspalte zu schmeißen. Sie können abwegig sein, sie können aktuell sein, historisch, bunt gemischt. Und ich sag mal so, da kommt schon einiges rein. Da kommt schon einiges, okay. Ich wollte fragen, ob wir die Zeit vielleicht, um noch ein paar Themen zu sammeln, kurz nutzen, um darüber zu sprechen, wie empört du bist, dass du eine Saison lang Union Berlin vielleicht in deinem Wohnzimmer aushalten musst? Ja, also vielleicht für Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, übrigens auch auf elffreunde.de geradezu nachzulesen, was da los ist. Gestern war Union-Mitgliederversammlung. Die alte Försterei wird größer. Mhm. Dafür müssen allerdings 3 Tribünen abgerissen werden. Und sogar die Fans wohl mit selbst eigenem mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut haben. Und deswegen wird Union, so hieß es gestern auf der Mitgliederversammlung, die Saison 2024-25 im Berliner Olympiastadion spielen. So wie sie es ja auch in der Conference League schon mal gemacht haben. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, gestern auf Twitter gab es dann auch schon so wilde Debatten von wegen, für wen ist das jetzt peinlicher, für wen ist das döver. Dürfen sie die Ostkurve? Ja, nee, das dürfen sie also das machen sie tatsächlich nicht. Die Fanszene von Union geht wieder auf die Gegengerade. Ganz ehrlich, ich finde, das ist einfach eine klassische Lose-Lose-Situation. Mhm. Also ich glaube, kein Herthaner eingeschlossen mir freut sich darüber, aber ich glaube auch kein Unioner hat Bock, freut sich doch darauf. Das ist ja tatsächlich auch jedes Mal eine Reise quer durch die Stadt, ne, aus Köpenick. Genau, also ich glaube, das ist jetzt für beide Seiten einfach nicht so geil. Immerhin muss man sagen, kann es einen positiven Effekt auf Herthas Stadionbaupläne haben. Weil da hieß es ja oft, ja, Lärmstörung, pipapo, deswegen kann da eigentlich nicht gebaut werden. Wenn jetzt aber plötzlich 34 Bundesliga-Heimspiele in einer Saison drin sind, dann kann es mit der Lärmstörung eigentlich auch nicht so ernst sein. Ja. Naja. Was ich noch bei dem Thema bemerkenswert finde, oder ist das die Zuversicht, mit der davon ausgegangen wird, dass der Umbau schon auch dann 24/25 startet und eine komplette Saison. Wir reden hier über ein Bauvorhaben in Berlin. Richtig. Also ich würde sagen, dass das genauso stattfindet und umgesetzt wird, wie es geplant wird. Da bin ich gespannt. Genau. Übrigens hier gerade noch mal angepinnt im Chat, schaut gerne rein, da gibt es das Formular zum Themenfrühstück. Teilt uns mit, was findet ihr gut, worauf könntet ihr vielleicht verzichten, was wünscht ihr euch? Wir wollen es wissen. Und wir versuchen heute besonders deutlich zu sprechen. Genau, genau. Sollen wir mal reinstarten mal in die Themen? Ja, genau. Bevor, also wie gesagt, ich habe heute gerade vor ein paar Minuten den Fanguide zur WM durchgeackert. Aber das ist die reinste Schönfärberei, wie man sie erwartet. Deshalb würde ich vielleicht die Leute damit verschonen. Ja. Vor allen Dingen, wenn es bessere Themen gibt. Es gibt bessere Themen. Gut. Danke euch schon mal für all die Themen. Schickt gerne weitere rein. Ich fange mal mit einem an, was mit dem du, glaube ich, einfach aus regionaler Verbundenheit anfangen kannst. Der Karl, wie soll es anders sein, fragt. Und der Bierbaron 161 fragt es auch. Regionalliga West. Ja. Das schieße ich dir jetzt einfach mal so zu. Was fällt dir ein? Boah, ist natürlich eine Traumliga, ne? Ja. Also ist es eine Traumliga mit geilen Verein, Traditionsverein, Preußen Münster, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen,
Essen hat die Liga verlassen, aber Wattenscheid ist mit drin, auch wenn sie unten mit dabei sind. Mhm. Und es ist sportlich spannend. Also Münster, die so ein bisschen der Favorit, glaube ich, sind. Auch dadurch, dass sie auch vor gar nicht allzu langer Zeit erst runtergekommen sind aus der dritten Liga. Ja. Alemannia Aachen, die in dieser Saison ziemlich versuchen, glaube ich, da richtig anzugreifen oben und auch eine Euphorie, glaube ich, gerade haben, wie sie lange nicht hatten. Mhm. Auch mit einem Zuschauerschnitt, glaube ich, um die 8.000 sogar. Ja. Also das macht schon Bock und es ist halt, Regionalliga West ist ja tatsächlich auch wie Regionalliga Bayern eine bundeslandbeschränkte Regionalliga. Ja. Also es spielt sich alles in NRW ab, dadurch sind die Wege relativ kurz auch. Hopperträume werden wahr. Hopperträume werden wahr, ja. Vor allen Dingen an der Lohheide in Wattenscheid. Rot-Weiß-Aalen ist ja auch noch im Start. Rot-Weiß-Aalen ist auch noch im Start, ja. Wo man natürlich, wenn man Rot-Weiß-Aalen sagt, immer davor dazu sagen muss, da kommen ja Marco Reus und Kevin Großkreuz her. Die beiden können ja aus Das ist gesetzlich verpflichtet. Aus dem Verse-Stadion. Ich war mal beim Westfalen-Pokalfinale von Rot-Weiß-Aalen gegen Wattenscheid. Nice. Ja, das war ganz geil. Du als Bochumer, deine Sympathien, deine, sag ich mal, Zweit... Naja, wie soll ich das sagen? Ja, du hast würden sie eher dem VfL Bochum oder der SG Wattenscheid gehören? Der SG Wattenscheid, ja, 09. Also deshalb ist auch ja dieses Wattenscheider Ding, ne? Man sagt ja nicht, man kommt aus Bochum, sondern man kommt aus Wattenscheid. Aber es ist ein Stadtteil von Bochum, ne? Naja, es war mal eine eigene Stadt, die dann eingemeindet wurde in den 70ern. Und, ja. Aber der Wattenscheider Lokalpatriotismus ist immer noch sehr, sehr ausgeprägt. Deshalb auch in Wattenscheid viele, wenn sie dann, wenn es um höherklassigen Fußball geht, gar nicht unbedingt zu Bochum halten, sondern zu Gelsenkirchen, Schalke, weil Gelsenkirchen grenzt auch an Wattenscheid. Ah, okay, ja, siehst du. Genau. Krass, krass, krass. Wir gehen mal weiter, weil hier steht einiges noch. Okay, geil. Einfach eine Frage. Tommy Pieplitzer Replika-Shirt im Hilfiger-Design? Fragezeichen. Das gibt's ja schon. Ich glaube, ja, das gibt's, aber die waren ja streng limitiert. Die waren streng limitiert. Ich glaube, man darf verraten, du bist, wenn dann, der richtige Ansprechpartner, um da vielleicht sogar mal was in die Wege zu leiten. Ja, ich kenne den Macher ganz gut. In Richtung Neuauflage. Ja, ich habe mal letztens mit ihm darüber gesprochen. Ich glaube, das ist alles nicht so einfach, weil das natürlich auch eine Sache war, die jetzt natürlich nicht hochoffiziell lief. Ja, gut. Aber ich glaube, da könnte bald auch man kann ja mal kurz Interesse abfragen. Also, ich hab kurz überlegt, ob ich es heute anziehe tatsächlich. Siehste. Das wäre natürlich geiles Timing gewesen. Dann könnte ich das jetzt auch präsentieren. Wer Interesse hat, mach doch mal eine Eins in den Chat. Ja, mach mal eine Eins in den Chat. Eins in den Chat, wer Interesse hat an einem Tommy Pieplitzer-Shirt im also um für alle vielleicht ins Boot zu holen, die es nicht vor Augen haben, es ist im Tommy Hilfiger-Design, aber anstatt Hilfiger steht halt Pieplitzer. Genau. Ich leite das dann gerne weiter. Lukas Stracke fragt, Lieblingsturnierball? Antwort ist sowas von klar, 2002. Ah, okay. Ja, der völlig FIFA Nova hieß er, glaube ich. Ja. Das war der erste, der deutlich extravaganter war und von so einem Schwarz-Weiß auch wegging. Das war dieser leicht güldene mit so roten Elementen, geil. So ein bisschen flammenmäßig quasi. Dann halt bei diesem Turnier in Japan und Südkorea. Mhm. Das war für mich auf jeden Fall auch der erste Ball, den ich, glaube ich, so bewusst als besonderen Ball wahrgenommen habe. Bei mir ist es 2 Jahre später auf jeden Fall der EM-Ball 2004. Der Rodeiro. Genau, weil den hatte ich besessen und gefühlt auch jeder meiner Kumpels. Mhm. Ja, und einfach da fing es dann auch so an, dass man auch diese Bälle, glaube ich, kaufen konnte für 110 Euro. Genau, so, genau. Ne? Das Original und die Bonzenkinder hatten immer den Original. Und einfach ein zeitloser Ball, finde ich. Ein zeitloses Design. Ja, ja, tatsächlich. Der hat mir sehr gut gefallen. Gerade im Vergleich zu 2002. Ja. Ja, deutlich schlichter irgendwie. Und es war so silbrig, ne? Und dann mit so schwarzen Streifen. So silbrig-bläulich. Ja. Wobei ich auch sagen muss, rückblickend fand ich 2006 den Teamgeist, hieß der, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. War auch, finde ich, ein ganz schicker Ball. Ja. Zum Beispiel 2018 habe ich gerade überhaupt gar nicht mehr im Kopf, wie der aussah. Ist mir tatsächlich auch, dadurch, dass es auch dann so viele verschiedene jetzt in den letzten Jahren gab und auch Bundesliga, Champions League immer mit neuen Auflagen. Also ich 2010 den Jabulani habe ich noch im Kopf. Und ich kann dir gerade gar nicht mehr sagen, mit welchem Ball Deutschland Weltmeister geworden ist 2014. Oh Gott, in Brasilien. Gut, wüsste ich gerade auch nicht mehr tatsächlich, wie der hieß. Liegt das einfach daran, dass
Bälle unbedeutender geworden sind oder daran, dass wir älter geworden sind und nicht mehr so eine kindliche Begeisterung für sowas haben wie früher. Wobei ich eigentlich, je mehr ich gerade drüber rede, ja, ich meine, auch geil bei noch, Trikots ja. ist es ja eigentlich ungebrochen, unser Interesse. Ja. Bestimmt, wenn wir den Hinweis gleich irgendwann kriegen, welcher Ball es war, dann werden wir ein Aha-Erlebnis haben. Ich guck mal, ich muss hier gerade immer so ein bisschen hin und her scrollen, weil einige Themen halt nach oben stehen. Deswegen scroll ich da mal kurz zurück und den Hinweis kriegen wir sicher gleich. King347 Black fragt zum Beispiel bezüglich eine sportliche Frage zu WM. Was schätzt ihr, hat Götze hinter Musiala Chancen auf Stammeinsätze beziehungsweise schätzt mal auf die Startelf? Glaube ich, also ich glaube, dass Musiala eigentlich gesetzt sein muss, ja, aufgrund seiner Verfassung. Auf jeden Fall. Also, und Götze, glaube ich, wirklich erstmal ein Kandidat ist, oben eingewechselt zu werden und der Welt was auch immer zu zeigen. Ja, dass er besser ist als, Maya Yoshida. Genau. Nee, ich glaube auch, also Jamal Musiala, glaube ich, da führt gar keinen Weg dran vorbei. Ist der beste deutsche Fußballer zurzeit. Unterschrieben. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber ich glaube, Götze, der wird seine Momente haben. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er mal in der Startelf steht, je nach Turnierverlauf. Ich glaube leider, dass wir einige Verletzungen sehen werden, weil das Pensum einfach verdammt hoch ist. Ja, gab es jetzt auch schon im Vorfeld, ne? Einige Spieler, genau, prominent auch, die ausgefallen sind. Deshalb. Aber ja, ich glaube schon, Götze erstmal klare Nummer 2 hinter Musiala. Aber hat damit auch, glaube ich, überhaupt gar kein Problem. Das glaube ich auch. Also ich glaube auch, der Junge ist froh, dass er wieder dabei sein darf. Jetzt natürlich ein Thema wie ein Schlag in die Magengrube für uns. Oh Gott, Abstiegskampf. Teils gefragt. Thema, Medienliga Berlin. Oh. Ich weiß nämlich noch, wo ich hier mal mit Tobi saß, da haben wir noch großmündig angekündigt, drüber zu sprechen, aber haben es dann wirklich einmal vergessen und haben euch vergessen zu sagen, wir sind abgestiegen. Wir sind abgestiegen. Absteiger. Absteiger. 3 Punkte sind dann unterm Strich zu wenig. Das ist die harte Wahrheit. Die sind zu wenig, ey. Woran hat ihr gelegen? Am Trainer? Das Komische ist, wir hatten so viele Spiele, wo wir am nächsten Tag gesagt haben, boah, eigentlich waren wir fußballerisch besser. Ja, oder zumindest nicht so klar schlechter, wie es das Ergebnis, weil es gab ja schon auch tatsächlich die eine oder andere Packung. Ja. Und hat sich auf dem Platz häufig nicht so angefühlt. Nee. Und auch die letzten beiden Partien, die wir gegen zwei Mannschaften von ziemlich weit oben bestritten haben, gab es hinterher sehr viel Lob vom Gegner auch, muss man an der Stelle auch mal. Wir wurden als der beste Aufsteiger seit dem SC Paderborn 2017 oder so bezeichnet. Ja, der beste Tabellenletzte, glaube ich. Der beste Tabellenletzte, so rum. Seit Paderborn 2017. Aber ich muss sagen, ich freue mich auf die zweite Liga. Ich mich auch. Saison. Ich mich auch. Vielleicht dann auch das ein oder andere Spiel mal wieder gewinnen. Es macht trotzdem Spaß. Das finde ich auch. Und ich muss halt jetzt sagen, jetzt geht es noch darum, sich in 2 Spielen ordentlich aus der Liga zu verabschieden. Genau, den Fans nochmal was zu bieten. Ja. Und ich freue mich auch auf die zweite Liga, weil ich muss sagen, ich bin jetzt einfach kein Fußballer. Baller. Ich habe nur wirklich 1,5 Jahre als Kind mal im Verein gespielt und sonst nur mit Kumpels und bin jetzt einfach nicht der geübteste Kicker. Mhm. Und ich muss echt sagen, mir war das in der ersten Liga, und ich glaube, da spreche ich auch für den geschätzten Kollegen Felix Gropper, ein bisschen zu gut zu alles. Ernst auch. Zu ernst. Also ist da völlig in Ordnung. Die Leute haben es ernst genommen. Manche standen mit Taktiktafel im Spielfeldrand. Da kommt ihr klar, ey. Bei der Medienliga aber alles schön und gut. Mir war das einfach so eine Nummer zu viel. Und in der zweiten Liga, da habe ich mich wohler gefühlt. Ja. Aber danke für die Nachfrage. Das zeigt uns, dass euer Interesse an unseren Medienliga-Aktivitäten ungestillt ist. Es ist ja auch eigentlich, es ist auf der einen Seite natürlich war es peinlich für uns, dass wir lange keine Mannschaft hatten als Fußballmagazin. Und dann war es natürlich so, dass wir dachten, okay, jetzt erste, zweite Liga, lief super, Aufstieg. Und dann waren diese Erlebnisse in der ersten Liga dann schon auch ein kleiner Schuss vor dem Bug, muss man sagen. Aber hallo, ey. Ja, auch fürs Selbstverständnis. Mhm. Ich gehe mal weiter. Ey, danke euch für all die Themen. Wir werden gar nicht zu allem kommen, aber ich nehme mal eine sehr schöne Frage mit von Michael Westermann, der fragt, welchen Traditionsverein vermisst ihr am meisten im Profifußball? Und ich schätze mal, Profifußball einigen wir uns auf die ersten 2 oder auf die ersten 3 Ligen wahrscheinlich. Okay, dann wird es ja schon wieder schwierig fast. Dann wird es auch schon wieder schwierig. Aber oder sagen wir zumindest, wo man den man wünschen würde, sie würden höher spielen. Ja. Ich glaube,
ich bin halt natürlich dann schon einfach sehr regional, ne? Also ich werde jetzt nicht irgendwie mit damit kommen, dass ich Mannheim mir in der zweiten Liga wünsche oder ja. so, oder Hessen-Kassel oder sonst wen oder irgendwen aus die Stuttgarter Kickers oder mhm. so, ist alles oh, zu weit weg Kickers, bei ja. mir so. Es ist bei mir, glaube ich, tatsächlich, also ich habe mich sehr gefreut tatsächlich über die Aufstiege von Dynamo Dresden und Hansa Rostock, mhm. auch wenn das regional weit weg ist irgendwie. Ja. Aber ich finde, so Ostfußball hat ja doch auch schon immer noch so eine ganz eigene Wucht und Dynamik und Begeisterung auch. Ja. Gerade was die Fanszenen angeht so. Genau. Nee, aber da bleibe ich dann aus Lokalpatriotismus, auch wenn es natürlich verdammt unrealistisch ist, aber nochmal so ein bundesweites Spiel oder ein Spiel auf bundesweiter Ebene in der Lorheide, oh, in Wattenscheid, ja. Da hätte ich schon Spaß dran. Siehst du. Wer ist es bei dir? Bei mir ist es tatsächlich der SV Ulm. Ah, das okay. liegt daran, dass mein Vater aus der Ecke kommt ja. und der ist mittlerweile seit, weiß ich nicht wie viel, 40 Jahren, Herr Tana sicher, aber kommt halt aus der Ecke. Mhm. Und ich war da auch ganz oft, aber hab halt die großen Zeiten des SSV ja. Ulm verpasst, obwohl ich einmal noch, das habe ich hier auch schon mal erzählt, glaube ich, das war das zweite Mal, dass ich in einem Fußballspiel das auch gerne noch mal erleben möchte, irgendwie, ja, und ja. da vieles nur, mein Vater hatte auch, oder hat früher immer noch so ein Shirt gehabt, Europapokalsieger, Besieger, glaube ich, wo die Ulmer mal gegen Bayern und so gewonnen haben. Und ich würde mir wünschen, dass der SV Ulm ja. und wieder ein paar Ligen klettert. Dann kann ich vielleicht noch kurz anschließen, wenn wir deine familiäre Verbundenheit mit meinem Lokalbezug vermengen, dann müssen wir vielleicht einfach auch dem MSV Duisburg an dieser Stelle alles Gute wünschen. Ja, auf jeden Fall. Der natürlich im Profifußball spielt in der dritten Liga. Auf jeden Fall. Aber vielleicht noch mal eine Zweitligasaison. Ja. Beim MSV, das wäre auch schön. Toll. Ja, ich war da oft ja schon im Stadion mit meinem Cousin und so. Auch auswärts war man in Dresden, St. Pauli und so. War schon geil mit dem MSV. Würde ich gerne wieder erleben. Ich scrolle mal kurz weiter. Thema Ronaldo zu den Bayern gerade wieder am kursieren. Warum sollte das für irgendwen Sinn machen? Wahrscheinlich wegen dem Interview, was Cristiano Ronaldo jetzt gegeben hat. Genau, das lässt die Gerüchte natürlich nicht wieder nochmal hochkochen. Hochkochen um mögliche Vereine, aber ich glaube, gute Frage eigentlich, warum sollte das für irgendwie einen Sinn machen? Ja? Genau, also Cristiano Ronaldo wirkt ja mehr oder weniger verzweifelt auch und wirkte er schon im Sommer auf der Suche nach einem neuen Verein, ja. weil er eben verdammt unzufrieden ist bei Manchester United. Aber ich glaube, gerade jetzt nach diesem Interview tut sich halt kein Verein einen Gefallen damit, gerade ein Verein, der sportliche Ambitionen hat auch und irgendwie auf ein ruhiges Umfeld achtet, tut sich ja kein Verein einen Gefallen damit, sich den ins Boot zu holen. Nee. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, was er sportlich noch imstande ist zu leisten. Ich glaube, das ist immer noch einiges. Ja. Allerdings schätze ich Erik ten Hag auch für einen Trainer ein, der das auch gerade am besten beurteilen mag und den nicht nur auf die Bank setzt, weil er da irgendwie eine Kampagne fährt oder so, mhm. sondern weil halt er Spieler zur Verfügung hat, die er gerade für besser einschätzt oder für seine Idee vom Fußball und sein Spiel ja. Als geeigneter empfindet. Und deshalb, glaube ich, wird es bei Cristiano Ronaldo irgendwie darauf hinauslaufen, dass er dann entweder nochmal die Rückkehr zu Sporting wagt, genau, um so seine Geschichte irgendwie zu erzählen, oder ja. wir sehen ihn dann in der MLS oder so. Ja, ich meine, Oliver Kahn hat es ja schon im Sommer eigentlich relativ klar mal gesagt, auch, ne? Mhm. Da war das ja auch schon lange Thema. Das wird nicht passieren, glaube ich. Dafür läuft es auch gerade bei den Bayern zu gut. Und du holst dir mit Cristiano Ronaldo ja nicht nur einen Fußballer ins Haus, sondern auch Eine Marke und eine mediale Aufmerksamkeit an die Säbener Straße, die, glaube ich, seinesgleichen sucht. Mhm. Und ich glaube, da werden die Bayern schlau genug sein, darauf dann doch dankend zu Uli Köhler braucht auch mal eine Pause. Ja, auf jeden Fall. Mürbeteich Maddi fragt, Thema, ist Napoli gerade die beste Mannschaft Europas? Ist eine These, die man halten kann, glaube ich sogar. Ich finde, man kann auf jeden Fall sagen, es ist somit die spektakulärste auf jeden Fall, oder? Die spektakulärste, ja. Und vielleicht sogar, wenn man zumindest in den Top 5 Ligen sich umschaut, auch so von der Punkteausbeute, ja. Sicher vorne mit dabei. Mhm. Es war ja sehr beeindruckend, wie sie sowohl durch die Champions League als auch durch die bislang gestartete oder bislang absolvierte Saison geflogen sind. Mhm. Ich habe sie ja sogar in einem Spiel live gesehen. Ja. Vor Ort. Ach geil, im Urlaub, ne? Ja, genau. Gegen wen? Durfte gegen La Spezia. Das war ein Spiel auf ein Tor und ja. die Frage war nur, fällt dieses verdammte Tor irgendwann noch? Und das ist dann sehr spät gefallen, was ja.
einige Jubelstürme zur Folge hatte. Mhm. Und ja, alleine Quaradonna, wie er genannt wird. Da muss ich mich auch noch mal wirklich entschuldigen für, weil Tobi und ich saßen letztens hier und haben gesagt, er wird quasi der Messi genannt, was natürlich völliger Quatsch war. Und wir hier völlig zu Recht auch nicht nur verbessert, sondern völlig zu Recht auch scharf kritisiert worden. Es geht natürlich um Quaradonna und nicht um irgendeinen Messi-Vergleich. Kvaratskhelia heißt er, glaube ich, ne? Genau, ja. Und ey, also ich muss auch sagen, war auf jeden Fall ein Ereignis, den Mann zu sehen, weil ich saß in der ersten Halbzeit relativ nah auch an der Seite, wo er gespielt hat. Das war schon spektakulär. Und was ich wirklich empfehlen kann, ich habe vor ein paar Wochen mal was über ihn geschrieben. Also ich will nicht meinen Artikel empfehlen, sondern was was ich dazu gesehen habe. Und zwar, wenn ihr mal Zeit habt, gebt mal einfach bei YouTube seinen Namen ein mit dem Zusatzwort Documentary. Mhm. Und dann gibt es quasi er ist ja Georgier. Ja. Dann gibt es eine georgische Doku von einem georgischen Journalisten, der quasi diesen kompletten Transfersommer zu Napoli nachzeichnet, mhm. indem er mit dem Spieler selbst spricht, mit dessen Vater, mit dessen Berater. Man kann die Untertitel aufmachen, weil es wird georgisch gesprochen, aber dann kann man sich es auf Englisch so halbwegs übersetzen lassen. Und das ist echt interessant, weil vor allen Dingen auch der Spielerberater von Kvaratskhelia sehr, sehr offen darüber spricht, wo es auch noch hätte hingehen können, wie die Verhandlungen waren, wie so eine Verhandlung eigentlich aussieht, wenn man sich da an den Tisch sitzt mit irgendeinem Sportdirektor von Juve oder Arsenal. Geil. Kann man sich bei Interesse auf jeden Fall gerne mal angucken. Vielleicht noch eine Zusatzfrage zum Thema internationaler Fußball, bevor wir gleich auf was ganz anderes zu sprechen kommen. Paul fragt nämlich, wie stehen die Chancen, dass Arsenal die Premier League holt? Ja, immer besser irgendwie, ne? Also am Anfang dachte man so, ja gut, irgendwie Strohfeuer. Mhm. Aber 5 Punkte sind es, glaube ich, schon auf City, ne? 4 oder 5. Also damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Ja. Also dass die so konstant bleiben jetzt bis zum Winter, bis zur Pause. Und was vor allen Dingen auch, glaube ich, echt ein Qualitätsmerkmal ist, sie gewinnen auch die Spiele, in denen sie jetzt gar nicht brillieren, auf jeden Fall. Mhm. Im Stil einer Spitzenmannschaft. Genau, sondern gewinnen diese Spiele, wo man sagt, ja, wenn du die gewinnst, dann wirst du Meister. Und was ich immer wieder verrückt finde, ist zum einen dieser eine Innenverteidiger, den sie haben, Saliba. Mhm. Immer wenn ich die spiele, sehe, denke ich, boah, Alter, der spielt auf Weltklasse-Niveau. Ich habe vor der Saison noch nie von dem gehört. Ja. Und wie Martin Ødegaard einfach still und heimlich da total gereift ist. Der ist Kapitän bei Arsenal. Krass, ne? Und man hat immer noch im Kopf, dass er da bei Real Madrid auf der Bank saß und viel zu früh dahin gewechselt ist und das nächste Wunderkind, was nichts aus sich macht. Und ja, aber jetzt, geil, dass das dann doch auch nochmal funktioniert. Ne? Finde ich fantastisch. Solche früh gehypten Spieler dann doch auch mehr sind als ein Versprechen. Ich gönne ihm das irgendwie und ich finde, es ist eine hochspannende Entwicklung und abgesehen davon ist der auch einfach noch ein richtig geiler Fußballer. Mhm. So, ich glaube, der spielt nicht mehr unbedingt so wahnsinnig offensiv wie früher. Der ist fast auch eher so auf der 6-8 eher so ein Spielmacher, der fantastische Spielverlagerung spielt. Also es macht schon Spaß dann, zu gucken. Dann mit Gabriel Jesus, glaube ich, auch einfach einen sehr wichtigen Teil geholt, ne, im Sommer. Ja, absolut. Also, eine ganz andere Frage, außer du hast so einen Punkt zu Arsenal. Nee. Phil Zlocke fragt, und das ist eine relevante Frage, okay. Ist es nicht traurig, dass es seit Jahren Kinder gibt, die in ihren Weihnachtsferien noch nie ein Hallenturnier auf DSF geguckt haben? Das stimmt. Und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr bricht mein Herz in zwei. Wobei, zwei Argumente dagegen. Oh. Es liegt zum einen daran, dass es DSF nicht mehr gibt, sondern Sport 1 heißt. Ja, richtig. Und das andere Argument ist, dass es gibt natürlich Hallenturniere. Fußballturniere im Winter, die man angucken kann. Auf jeden Fall. Es sind halt Traditionsturniere, so, ne? Ja. Hallenmasters und so. Und wer nochmal Ailton spielen will, sehen will oder so, der schaltet dann ein. Ja. Es sind nicht mehr irgendwie offizielle DFB-Hallenmasters oder so, wie es ja auch mal gab. Ja. Aber dann vor allen Dingen aus Gründen, glaube ich, der Verletzungsanfälligkeit der Spieler abgeschafft wurden. Aber ich finde, noch geiler als sich es im Fernsehen anzugucken, ist tatsächlich irgendwo mal hinzugehen. Ja. Und dann auch tatsächlich, und auch wenn es halt Traditionsmannschaften sind, aber die sind da irgendwie sehr nahbar, alle so. Es ist trotzdem halt auch immer recht ordentlich Stimmung. Ja. Gerade wenn so ein paar Vereine dabei sind. Es kommen häufig auch irgendwie so, ich erinnere mich, ich war vor ein paar Jahren mal hier in Berlin.
beim Traditionsmasters in der Max-Schmeling-Halle. Mhm, genau. Und da kommen dann halt häufig auch internationale Mannschaften. Damals war es eine georgische Mannschaft dann, glaube ich, mit Kobiashvili und Iashvili, die dann da mitgezockt haben. So irgendwie, das war schon. Ja. Also ich muss auch sagen, was ich auch empfehlen kann in Berlin hier, und das gibt es wahrscheinlich auch überall anders, sind Amateurhallenturniere. Oh ja, das macht auch richtig Laune, so, wenn es Richtung Stadtmeisterschaft geht. Genau, und weil so. Da geht es halt richtig ums Prestige. Und da das merkst stimmt. du, Junge, da brennt dieser Kunstrasen und das macht Bock. Aber um nochmal ja, wobei, Kunstrasen ist ja schon ein richtig krasses Niveau. Also bei ja, mir früher ja. war es ja einfach eine normale der Schulsporthalle. Genau, der, so, ne? Wie nennt man das so, PVC? Wo es richtig schön quietscht, wenn man darüber fetzt. Oh, wo man sich schön die Brandwunden und dann schön Buffet mit belegten Brötchen, Kaffee dabei. Herrlich. Und draußen wird vielleicht sogar gegrillt. Genau. Aber vor allen Dingen die belegten Brötchen sind so eine krasse Hallenturnier-Erinnerung bei mir. Auf jeden Fall. Marmorkuchen. Und dann auch, genau, Kuchen selbst ja. gebacken von den Muttis. Ja. Und man hat ein bisschen Geld dabei und einfach die Zeit, so, die man so zwischen den eigenen Spielen auch verbringt, das ist halt das auf Ding. Der Tribüne zu hocken. Ich meine, du kennst es vielleicht sogar vom dann auch. Vom Basketball kenne ich es gut noch, ja. Und auch so den Gegner mal zu scouten, wenn die schon ein Spiel vor dir haben, dann, ah ja, die können wir schon packen oder, oh, okay, die machen uns richtig nass. Dann sich dabei so ein paar Brötchen reinzufahren und die anderen Mannschaften vielleicht auch sogar anzufeuern, wenn man weiß, das ist irgendwie wichtig für den eigenen Tabellenstand oder so ja. und mitzufiebern und dann herrlich. Ah, jetzt, in 10 Minuten spielen wir wieder, macht euch mal im Gang genau. so ein bisschen warm. Das kleines Laufer-ABC. Das sind geile Erinnerungen, ey. Total, aber ich muss auch sagen, super Erinnerungen auch einfach eben an diese DSF-Hallenturniere. Das waren immer friedliche Wintertage mit Kakao auf der Couch und dann hat keine Ahnung, wer war dabei. Alemannia Aachen und der VfB Stuttgart und der MSV Duisburg hat mitgespielt. Natürlich nur B-Kader, da auch der ein oder andere Spieler, wo man sich davor fragt, hä, der kann in der Halle spielen? Okay, mal schauen. Und dann natürlich die ganzen Flash-Interviews immer am Spielfeldrand. Ah, das war schon sehr schön. Der Bierbaron nochmal, ja. der fragt, bestes Fußballmanager-Spiel aller Zeiten. Warst du so ein Fußballmanager? Ah, nicht so richtig. Dude, nicht so richtig krass. Was ich aber hatte und was ich relativ viel gespielt hatte, war 2011, Fußballmanager 2011 mit Felix Magath auf dem Cover. Ah ja, genau. Ja. Ich habe extrem viel gezockt, den Fußballmanager 2008 mit Hans Meyer drauf und der Startaufstellung von der Nürnberger Pokalsiegermannschaft. Boah, das habe ich richtig, richtig viel gespielt. Und was aber da schon nicht mehr ging, was früher ja zum Teil noch ging, dann konntest du quasi den FIFA-Fußball-Manager spielen und dann konntest du diese FIFA-Fusion machen, dass du quasi das Team dann im richtigen FIFA-Spiel spielen konntest. Ja. Und das war auch schon immer ganz geil, muss ich sagen. Ein bisschen umständlich auch immer, ne? Umständlich, ja. Hat auch nicht immer funktioniert. Aber Fußball-Manager 08, da habe ich großartige Erinnerungen dran und habe letztens auch überlegt, mir es mal irgendwie runterzuladen oder irgendwie zu besorgen. Mhm. Aber, geht bestimmt. Ja, geht auf jeden Fall. Dann habe ich aber andererseits gedacht, boah, vielleicht auch nicht. Es ist halt auch ein krasser Zeitfresser, ne? Es ist ein absoluter Zeitfresser auf jeden Fall. Ich scroll mal weiter runter. Kommst du gar nicht mehr zum Arbeiten hier, wenn du hier Fußballmanager zockst? Ich sag's dir. Warte mal, was gibt's hier noch Fragen? Gibt's hier noch Fragen? Ich muss mich so ein bisschen durcharbeiten, weil natürlich sich auch vieles bezieht, worüber wir jetzt eben gesprochen haben. Mhm. Hier war eben noch was zu Eintracht Frankfurt. Warte mal, wo ist es denn? Wie sehr nervt der Erfolg von Eintracht Frankfurt? Nee, es wurde was zu Ben Manga, glaube ich, gefragt. Warum finde ich es denn? Ah, hier, Thema. Chefscout, Ben Manga verlässt die SGE, ein zweiter Mislintat, Fragezeichen. Oh, also dass er jetzt auch so eine Funktionärskarriere einschlägt mit mehr Entscheidungsgewalt auch und medialer Präsenz auch. Wäre eine Möglichkeit, ja, scheint auch ein Weg zu sein, der nicht der Vergelteste ist, ne? Ja, und ich glaube, für Eintracht Frankfurt ist natürlich echt ein herber Verlust. Ja, ich glaube, man kann sagen, der Mann hat ganz gute Arbeit geleistet. Also der galt ja immer so als so der absolute Juwelfinder irgendwie. Diamantenauge. Das Diamantenauge. Wäre bitter für Eintracht Frankfurt. Bin ich auch mal gespannt, wie sie es auffangen und vor allem, wo es für ihn hingeht. Also ich glaube, das ist schon ein Typ, der sich wahrscheinlich seinen Arbeitgeber so ein bisschen aussuchen kann. Weil ich glaube, das, was der da in Frankfurt gemacht hat, hat die Europa League quasi mitgewonnen. Mhm.
Wenn Ben wir das Manga mitkriegen, dann kriegen es auch andere große europäische Clubs mit. Und ich glaube, Come to Schalke. Come to Schalke. Der könnte sich wahrscheinlich echt so ein bisschen aussuchen, wo es hingeht. Da bin ich mal gespannt. Ja. Eine Frage zu uns quasi so ein bisschen, kommt ja, okay, von Kikoman. Der fragt, macht ihr während der WM auch Themenfrühstücke, die sich nicht um Fußball drehen, Menschenrechte, Menschenrecht leer einladen oder ähnliches? Wir wollen noch nicht zu viel verraten, glaube ich, bezüglich unseres Programms während der WM, aber vielleicht so viel, wir werden versuchen, vieles abzudecken. Und ja, ich glaube, das ist jetzt auch nichts was Neues oder was Überraschendes ist, dass wir bei Elf Freunde uns als ein Medium verstehen, das immer den Blick über den Tellerrand wahrt, ja, und auch da sensibel ist für. Und natürlich wollen wir das auch im Themenfrühstück berücksichtigen. So ist es. An der Stelle noch mal kurz die Erinnerung an die angepinnte Nachricht hier im Chat. Oh ja. Weil, wie gesagt, teilt uns gerne mit, Thema Podcast. Wir planen da vielleicht ein, zwei Dinge. Vielleicht auch, ist da was im Kommen. Auch während der WM. Und ja, lasst euch überraschen. Genau. Wurde hier schon über den Trainerstuhl von Edin Terzic gesprochen? Ich glaube, gestern. Gestern haben wir schon du wolltest ihn so ein bisschen ansägen, glaube ich, den Trainerstuhl. Nee, ich würde noch nicht sagen, die Kettensäge ausgepackt, nee, und angeworfen, aber vielleicht so eine kleine Stichsäge, so eine Nagelfeile. Oder mit der so Nagelfeile vielleicht mal so leicht getestet. Auf jeden Fall. Also da gerne, glaube ich, gestern einfach sonst noch mal reingucken. Dürfte auch, weil Felix macht das ja immer so schön, die Kapitel zeitlich, oh ja, verlinken. Da, ja, wird man schnell fündig. Philipp Nie schreibt, doch meine schönste Erinnerung, wie Uwe Morave beim Hallenturnier an den Field Reporter im Interview mit Patrick Ochs abgibt. Jetzt unten am Mikrofon der rote Ochs. Finde ich gut. Oh, eine persönliche Frage an mich, okay. Bei welcher Berliner Basketballmannschaft hast du gespielt? Hab selber 10 Jahre mit dem BBC 90 Köpenick die Bezirksliga unsicher gemacht. Ah, ja. Geil, fragt Anton. Schöne Grüße. Ich habe lange, ich glaube, 5 oder 6 Jahre in Moabit gespielt beim ASV, mhm, wo ich auch früher Fußball gespielt habe. Ja. Heißt ASV Allgemeiner Sportverein? Allgemeiner Sportverein. Ja, das macht ja Sinn, wenn sie Fußball und Basketball, genau, im Angebot haben. Immer in grün-weiß mit dem schönen Kleeblatt. Ja, stimmt. Da habe ich lange gespielt, bis zur U16, und habe dann noch 2 Jahre bei Alba gezockt. Bei Alba, genau. Auch in der U16 Oberliga, und habe dann aber, wo es quasi, wo ich den Sprung hätte machen können, so in die Jugendbundesliga. Da gibt es im, mhm, Basketball die Jugendbasketball-Bundesliga und die Nachwuchsbasketball-Bundesliga, das U16 und U19, habe ich quasi kalte Füße bekommen, na, und habe abgelehnt, weil damit wäre halt einhergegangen, 5-mal die Woche Training, Samstag und Sonntag Spiel. Und ich habe dann auch schon so ein bisschen am Ende gemerkt, wo ich wirklich 2-3 Jahre Leistungssport gemacht habe, dass mir so ein bisschen der Spaß abhandengekommen, mhm, ist. Und habe es dann gelassen. Kann aber auch sagen, manchmal liege ich natürlich, ja, nachts, ja, da, Mensch, und frage, Mensch, nicht grad wäre gewesen. Du hättest jetzt in der NBA zocken können, ja, stattdessen sitzt du hier und jammerst über Hertha. Ja, ich sag's dir. Nee, genau, also beim ASV, das ist auf jeden Fall auch so mein Heimatverein. Auch wenn es den leider im Basketball mittlerweile nicht mehr gibt. Ah, die, schade, heißen mittlerweile, okay, BC Lions. Mhm. Wann 24 Stunden Themenfrühstück, fragt alte Dame 1892, hui. Wir haben hier auch noch so ein, zwei andere Sachen, ja, nebenbei zu tun, wobei mich die Idee. Wir können die Kamera einfach mal mitnehmen und. Ja, stimmt, so 24 Stunden Elf-Freunde-Redaktion. Mhm. Dann steht die Kamera mal so eine halbe Stunde beim Kollegen Kirschneck. Dann schneiden wir da so ein Stromberg-Ding, ja, draus zusammen. Ich weiß nicht, Gropper, ist das was? Hättest du da. Ist Lust das was? In der Regie? Oder 24 Stunden Felix Gropper einfach. Das finde ich eigentlich schön. Ich muss mal kurz hier gucken. Ich habe mich nämlich. Wir testen ja heute die Aufnahme, ja, auf einem, ja, Podcast, und, ja, jetzt kann ich mein Mikro nicht mehr anschalten. Ich hoffe, man hört mich trotzdem. Ich habe hier was anderes gebaut. Ja. Nein. Okay, okay, ein einmaliges Nein. Also ich, und, glaube, das will niemand sehen. Aber, okay, ich finde eigentlich so ein mal wirklich so ein langes Themenfrühstück, wo immer Leute kommen und gehen, könnte man drüber nachdenken. Da so können wir drüber nachdenken. Wir bräuchten, ja, halt irgendeinen besonderen Anlass dazu. Das, also, stimmt. Ja, finde ich gut. Vielen, ja, Dank. Vielleicht schreibt euch solche, so, Ideen. Ich will, ja, vielleicht noch eine Sache zu diesem Fragebogen sagen. Ja. Das sollte gewürdigt werden. Das ist nämlich ein, ah, ja, ein Studiprojekt auch von unserem ehemaligen, oh ja, Power-Praktikanten Jan Erik. Der hat den erarbeitet. Bester, und, Mann. Ja, ja, viele Grüße auch an der Stelle, vielen Dank. Auf geht's, Holstein Kiel. Und wir hoffen, dass wir damit dann quasi einen Weg finden mit für den Podcast, wie ihr alle davon profitiert, wie ihr vielleicht das Themenfrühstück auch mit uns besser machen könnt. Yes. Und ja, trotzdem noch weiter bei YouTube zuschaut, weil das ist so, unbedingt, ein bisschen die Gefahr, die ich, die, die,
ein bisschen Angst, die ich da drin habe. Darum guckt mehr bei YouTube zu und gebt Daumen und lasst Abos da. Ja. Und ich halte jetzt einfach mal die Klappe. Boah, jetzt hast du mich aber angezündet gerade mit der Rede. Vielleicht noch eine Frage, okay. Bevor wir am Ende bevor wir doch bei 24 Stunden schon einfach genau. So sind. Bevor wir noch drei Speedrunden am Ende machen wollen, wo wir kurz vielleicht okay. Was alles abhandeln wollen. Eine sportliche Frage zur WM. Was tippt ihr, wer Weltmeister wird? Fragt ganz klassisch John Gotti. Okay, ich sag ganz klassisch Brasilien. Ich auch. Obwohl ich es, und das ist ja, was heißt leider, aber das ist ja sportlich zumindest, finde ich das sehr Reizvolle an dieser WM, dass es echt nicht den klaren Favoriten gibt. Ne? Es gibt viele. Es gibt sehr viele. Es gibt Brasilien, wenn man sich den englischen Kader anguckt, puh, Frankreich sowieso, Spanien, Holland, Deutschland, Argentinien. Also so offen war das Rennen, glaube ich, lange nicht, habe ich das Gefühl. Ja. 2018 war Frankreich, finde ich, schon nochmal eine Stufe über manch anderen Teams. Und ich finde, dieses Jahr ist es schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Die Elf-Freunde-Silvester-Show wird vorgeschlagen von Luise Große Spadecken. Gala. Mit elf Freunden ins neue Jahr. Finde ich eigentlich ganz witzig. Die Elf-Freunde-Netflix-Doku. Oh. Eieiei. Das wäre natürlich auch was. Wie heißen die Amazon-Dokus über die Vereine immer? Inside Elf-Freunde. Ich glaube, das wäre deutlich unspannender, als manche Leute wahrscheinlich, glauben. Wahrscheinlich, ja. Aber eigentlich auch sehr schön. Ich guck mal, haben wir noch genügend Fragen hier für so drei schnelle Ein-Minüter? Ich gucke mal kurz. Ja, ich glaube, wir haben genug, okay. Felix. Meinst du, die Regie ist bereit? Dann gehen wir mal rein. Okay. Erster Ein-Minüter. Und zwar fragt Mürbeteich Madi, Thema, der Absturz von Turbine Potsdam. Oh, tragisch, glaube ich. Ne? Ja. Also, so, wenn ich als Kind schon an Frauenfußball gedacht habe, war so Turbine Potsdam und FFC Frankfurt waren so die Namen, die einfach die Namen waren, die man genannt hat. Total. Und jetzt sind sie irgendwie sowas von abgelöst, ja. Stehen ganz unten drin. Schade. Absolut schade. Und warte mal, sehe ich jetzt den Balken richtig? Nee. Ist es jetzt vorbei, die Minute? Nein, ihr habt noch Zeit. Ah, okay. Ah, ja, okay. Alles klar. Ich finde es auch extrem schade, weil, ja, die ja auch im Kali spielen, in Babelsberg, was immer sehr, sehr schön ist. Ja, hatten jetzt lange so einen Kooperationsvertrag mit Hertha, der aber aufgelöst eigentlich, glaube ich, nicht viel abgeworfen hat, ja. Praktisch. Und Hertha wird jetzt eine eigene Frauen- und Mädchenfußballabteilung aufbauen, was längst an der Zeit ist. Und trotzdem hoffe ich, abgesehen davon, dass Turbine sich irgendwie rettet und in der Bundesliga bleibt, weil alles andere wäre echt ein Verlust für den Frauenfußball. Wenn absolut. Einfach so ein Household-Name weg wäre. Hui. One point. Eine Minute rum, sagt er. Ich werfe dir eine These entgegen. Ah ja, okay. Und zwar eine steile These. Wenn Antonio Rüdiger ausfällt, wird Deutschland in der Gruppenphase rausfliegen? Puh, ja, ohne Mats Hummels vielleicht schon. Wobei Mats Hummels ja auch am Freitagabend irgendwie so ein paar Argumente geliefert hat, warum er vielleicht nicht dabei ist. Mhm. Ja, aber Antonio Rüdiger scheint, glaube ich, nicht nur sportlich wichtig zu sein, sondern auch als Wortführer und so ein bisschen so ein Chefauftreten hat er ja auch gegenüber Fans. Mhm. Da wird dann schon mal auf ein Bitte bestanden beim Autogramme geben. Ja. Oh, Video ja, bei uns Video. Auf der Seite. Ja, sehr gut. Tatsächlich gerade. Aber ja, ich glaube schon, er ist halt Innenverteidiger Nummer 1, würde ich sagen. Von daher. Absolut. Schwierig ohne ihn. Absolut. Ist, glaube ich, halt vor allen Dingen physisch einfach auf einem Level, wie wir es. Oh Gott, jetzt habe ich schon wie wir gesagt. Oh nein. Ich muss es mir ausprügeln, bevor es losgeht. Auf einem Level, was so physisch, glaube ich, nicht im Kader zu finden ist. Und vorn aus gehe ich nicht mit, aber übers Achtelfinale dann nicht, glaube ich, wenn Antonio Rüdiger nicht dabei ist, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Das sogenannte Freundsche Wir. Ja. Das zu verfallen ist. Gott, ganz, ganz fürchterlich. Das rutscht mir schon bei Hertha oft durch. Da stehe ich noch eher dazu. Bei der Nationalmannschaft habe ich da Probleme mit. Ein letztes Ding. Ja. Ehrlich gesagt muss ich da jetzt schon sagen, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt sage. Okay. Vielleicht hast du aber vielleicht kriege ich die Minute voll. Vielleicht hast du was im Kopf. Und vielleicht auch was für die Community, wenn die gerade Tipps haben, gerne reinschreiben in diese 1 Minute. JPL oder JPL fragt nämlich, zur dunklen Jahreszeit, habt ihr eine Empfehlung für ein gutes, aktuelles Fußballbuch?
Ich kann nur indirekt Empfehlungen weitergeben, mhm. aber der geschätzte Kollege Tobias Escher hat ja darüber geschrieben, was Mannschaften erfolgreich macht. Und das ist vielleicht gerade für Anhänger von Mannschaften, die nicht so erfolgreich sind, vielleicht eine ganz gute Lektüre, um mal zu schauen und Handlungsempfehlungen an die eigene Clubführung abzugeben und zu sagen, ich habe aber gelesen, dass ich habe tatsächlich als Kind mal einen Brief an Schalke geschrieben. Wirklich? Mhm, und habe gesagt, nehmt euch mal ein Beispiel an Mainz. Ah, okay. Alles klar. Geil. Die sind aufgestiegen, haben einfach Spaß. Hast du eine Antwort bekommen? Nee. Okay. Ja. Nee, sonst gerade keine. Ah, du noch Empfehlung? Ja, Empfehlung auf die Folge letztens mit Christoph Biermann. Ah ja. Der hat ja auch ein Bier geschrieben. Ey, heute komme ich aber nicht klar. Der hat auch ein Buch geschrieben und unser Kollege Tobias Ahrens hat mit ihm drüber gesprochen. Ich glaube, da findet man alle Infos, die man dazu braucht. Ja. Thema Briefschreiben, noch ganz kurz. Ich habe mal, das war einer der glücklichsten Momente meiner Kindheit, ich habe mal einen Leserbrief geschrieben an eine Basketballzeitschrift, die ich früher immer gelesen habe, die Basket. Und der wurde tatsächlich abgedruckt. Und als ich dann das Heft quasi bekommen habe, habe ich natürlich geguckt, ist mein Leserbrief drin, ist er drin und der war drin. Boah, das war ein. Ja, da hat die journalistische Karriere früh Wahnsinn. Ich glaube, da war ich glücklicher als im Moment, wo ich zum ersten Mal einen gedruckten journalistischen Artikel von mir irgendwo gesehen habe. Das war richtig, richtig geil. Gut. Ein tolles Brettspiel mit Thema Fußball für die dunkle Jahreszeit: 11 von Portal Games. Okay, danke für den Tipp, schreibt Grisha Kugelmann. So, bevor wir jetzt uns wirklich dem 24-Stunden-Stream nähern, vielen Dank für die ganzen Themen, fürs Zuschauen, fürs Interagieren. Zum letzten Mal heute der Verweis auf das Formular zum Thema Podcast. Ist angepinnt, gerne Wünsche, Anregungen mitteilen und wir sind gespannt und versuchen dann aus den Rückmeldungen viel mitzunehmen und das Beste draus zu machen. So machen wir es. Wir hören uns hier morgen wieder und werden dann sicherlich auch über das Länderspiel sprechen, denn die DFB-Elf spielt morgen um 18 Uhr nochmal im Oman. Das ist quasi die Generalprobe vor der WM. Oman. Titel steht schon mal für morgen. Ja. Und schaltet gerne wieder ein. Hat uns Spaß gemacht heute. Und schönen Dienstag. Macht's gut.